Dutch Factory. Wir begrüßen in der blauen Ringecke mit einer Größe von 1,70 Meter und einem Gewicht von 80 Kilogramm. Er kommt aus Leipzig-Konnewitz. Die Leipziger Rakete, Johnny Ramsey. Sein Gegner in der roten Ecke mit einer Größe von 1,76 Meter und einem Kampfgewicht von ganz genau 90 Kilogramm. Er ist eine Hälfte der Young Jim Pumpkins aus Erfurt, Mr. No Bullshit, Marius Al-Ani. Willkommen beim heimlichen Main Event dieser Veranstaltung. Und alles steht für diese beiden Männer auf dem Spiel. Denn einer der beiden, der Sieger, der wird die Chance bekommen, um den Catch Factory Champion Titel anzutreten. Und der Verlierer muss wahrscheinlich wieder ganz unten anfangen. Auf der einen Seite Marius Al-Ani, gewonnen bei Homecoming gegen Fast Time Mudo. Gewonnen bei der Wrestling Revolution gegen John Klinger und sich verabschiedet mit sehr, sehr unschönen Szenen. Johnny Rancid auf der anderen Seite gegen Lawrence Roman gewonnen, gegen Dieter Schwarz gewonnen, gegen Koray gewonnen, das Workhorse der Catch Factory. Und ganz, ganz komisch für ihn, dass er hier überhaupt bejubelt wird. Also, das ist für mich auch eine sehr, sehr ungewohnte Welt. Ja, also ich kann's dir mal so vorrechnen. Johnny Rancid hatte 3 Matches hier bei der Catch Factory. Johnny Rancid wurde in seinem Leben genau 3-mal bejubelt. Nämlich bei diesen 3 Shows. Absolut, ja. Aber ich meine, Leipzig-Konnewitz, Leipzig liebt Johnny Rancid. Er versucht hier gemeinsam mit dem Team etwas aufzubauen. Und ich glaube, diese beiden, seit der ersten Show liegen die sich eigentlich schon in den Haaren. Und seit der ersten Veranstaltung. Nicht nur seit der ersten Show. Die beiden haben zusammen angefangen in Hannover unter Christian Ecki Eckstein und Leon van Gasteren zu trainieren. Und ich glaube, das sieht man auch. Das sind hier schon, das sind keine Männer, die sich zum ersten Mal begegnet sind heute. Die haben, wie wir hier gerade gesehen haben, Marius Al-Ani versucht, Johnny Rancid abzufangen beim Springboard. Johnny Rancid weiß, dass er das Wort, schuckt ihn in die Mitte des Ringes und trifft ihn trotzdem mit dem Missile Dropkick. Ein schöner Gruß geht in diesem Moment raus an Christian Eckstein. Die deutsche Rakete, wir haben hier ein bisschen gedownsized, die Leipziger Rakete im Ring stehen. Absolute Legende, Christian Ecki Eckstein, was er einfach auch für das deutsche Wrestling gemacht hat. Und diese Tradition soll hier auch bei der Catch Factory ein bisschen fortgeführt werden. Oldschool Catch, solche beiden Wrestler wie die beiden, die seit 12 Jahren bereits in den Ring steigen. Was für ein Big Boot. Und er setzt, oh mein Gott, diese Explosivität von Marius Al-Ani. Was für ein Rolling Kick von Marius. Dieser Mann ist, er ist kein Kampfkünstler. Er ist ein Kampfsportler, wie er schon öfter klargestellt hat. Und er ist durch und durch Kampfsportler. Dieser Mann trainiert in verschiedenen Disziplinen, um hier bei der Catch Factory ein volles Programm auf die Matte zu bringen. Er kann treten, er kann schlagen, er kann, wow, was für ein Spinning Backkick. Also der Tritt ist wie ein Schraubenzieher, der ist wie Alkohol, der ist einfach schlecht für die Leber, Virgil. Ja, aber es ist auch einfach Mr. No Bullshit. Der Mann ist bei Ninja Warrior angetreten. Der Mann kann einfach alles. Vermöbelt hier seinen Gegner, macht dann noch ein paar Liegestützen hinterher. The Buddy, Marius Al-Ani, ist einfach ein unfassbarer Athlet. World Champion schon in Deutschland gewesen, hat alles erreicht. Und jetzt setzt er gleich nach. Also ganz im Ernst, in jeder Liga, in der dieser Mann in den Ring gestiegen ist, hat er mindestens einen Titel getragen. Er ist ein Modellathlet, er ist vielleicht das Beste, was der deutsche Catch zu bieten hat. Aber auch er ist ein Mann. Wenn er ist jemand, du musst ihm Respekt entgegenbringen. Erst dann kriegst du vielleicht irgendwann mal Respekt von ihm zurück. Manche Leute, die kennt er seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, die respektiert er bis heute einfach nicht, weil er weiß, wie gut er ist. Und das lässt der Johnny Rancid hier ganz genau spüren. Ich meine, bisher, also ich habe schon viele Wrestling-Matches in meinem Leben gesehen, du ein paar mehr nochmal. Die beiden Männer, die schenken sich gar nichts. Also da ist nicht irgendwie noch eine gewisse Sympathie, die dazu führt, dass man vielleicht nicht 100% in den Tritt setzt. Jeder Tritt, jeder Aufgabegriff ist dafür da, um das Match zu Ende zu bringen.
Ja, aber ich meine, wie du es gesagt hast, beide kommen aus derselben Wrestling-Schule, wurden von denselben Leuten trainiert. Das bedeutet, dass zwischen diesen beiden seit über 10 Jahren eine unfassbare Rivalität besteht. Ob es um den EWP Intercontinental, um den EWP Junior Title oder sonst irgendwas ging, es ging immer darum, wer erreicht das nächste Ziel als erstes. Und jetzt hier bei der Catch Factory geht es um genau das Gleiche. Wer schafft es als erstes auf den Thron? Wer kriegt als erstes die Krone? Wer kriegt als erstes den Titel? Und es ist bezeichnend, dass der Weg zum Catch Factory Championship über dieses Match führt. Und Marius Al-Ani duckt unter den ausgestreckten Armen. Johnny Rancid durchshootet, wird jetzt hier mit dem Sunset Flip aufgerollt. Al-Ani greift sich Rancid. Aber sofort rollt beide durch. Wieder. Rancid kontert wieder in den Pin nach der Jackknife. Einfach verbissen, verbissen die beiden. Hin und her geht es die ganze Zeit. Er tritt gegen den Arm. Auch direkt danach der Headlock Takeover. Also ich komme gar nicht mehr hinterher. Jetzt, was für eine krachende Lariat von Marius Al-Ani. Du siehst es bei anderen Wrestlern, die dann vielleicht kurz bei den Fans gucken. Wie ist die Stimmung? Kann ich mir noch jemanden rauspicken? Wer feuert mich an? Wer buht mich aus? Marius Al-Ani kennt einen einzigen Gang mit 180 über die Autobahn brettern. Das ist alles, was der Mann kennt. Und der kommt immer, immer an sein Ziel. Ich kann ja auch mal ein bisschen, oh, wunderschöner Question Mark Kick hier von Marius Al-Ani. Ich kann hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja ein bisschen in der Organisation der Catch Factory beteiligt. Und viele Leute haben sich ja bei uns gemeldet und waren verwirrt darüber, dass Marius Al-Ani überhaupt wieder antreten darf hier bei uns. Er ist nach seinem Main Event gegen John Klinger ja sehr ausfällig geworden, hat mit Stühlen um sich geworfen, hat Zuschauer beleidigt, hat Security-Personal bedroht. Und wir haben uns dazu entschieden, ihn nicht wieder einzuladen, um ihn ja auf die schwarze Liste zu setzen. Nach langen Verhandlungen zwischen Matthew Headshot Hendershot und Marius Al-Ani hat er sich dazu bereit erklärt, im Gegenzug dazu, dass er sich bereit erklärt, gegen bei uns auf verschiedene Regeln Wert zu legen, wiederzukommen. Doch jetzt ein wunderschön gesprungener Pin von John Rancid, der ihn fast zum Sieg bringt. Also ja, um es nochmal schnell zusammenzufassen, Marius Al-Ani, er ist ein Sportler, den wir dem Leipziger Publikum nicht vorenthalten wollen, aber er muss sich zusammenreißen, er ist auf dünnem Eis. Er kann sich nicht nochmal erlauben, gegenüber dem Personal oder dem Publikum ausfällig zu werden, sonst werden wir ihn hier nicht noch einmal sehen bei der Catch Factory. Ja, aber ich finde es auch bezeichnend, dass dann genau sein Rückkehrmatch das Match eben gegen den Trainer der Catch Factory ist, gegen Johnny Rancid, der Mann, der genau diese Regeln auch der nächsten Generation einbläuen will. Schöner Einroller, aber der kickt direkt, Kipp ab, oh mein Gott! Oh, Superman Punch hinterher und das war's. Das schickt Johnny Rancid auf die Bretter und setzt sofort mit dem Rear Naked Choke nach Igor. Der Referee ist in seine Augen zu. Ich glaube, Johnny Rancid ist und das Match muss abgebrochen werden. Igor muss das Match abbrechen. Der Rear Naked Choke, die Augen sind weg. Das war's. Und Marius Al-Ani löst den Choke, Gott sei Dank. Oh mein Gott, das bedeutet, Johnny Rancid ist raus. Er hat seinen Titel, seinen Shot auf den Titel aufs Spiel gesetzt. Und ja, Marius Al-Ani ist im Halbfinale. Marius Al-Ani. Sieg durch Kampfabbruch. Marius Al-Ani. Wow, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir im Halbfinale sehen werden, Leon van Gasteren Platz für den One-Fall-Event im September zum Kampf gegeben hat, wird an seiner Stelle Marius Al-Ani am 23. September hier in der Catch Factory mit um den ersten Titel kämpfen. Diesen Tag hat sich Johnny Rancid definitiv anders vorgestellt. Vom Anwärter auf den Catch Factory Title ist er jetzt zum Mann am Ende der Schlange geworden. Die Besinnung verloren im Rear Naked Choke, den Platz verloren an Marius Al-Ani. Ja, wie geht's weiter für Johnny Rancid? Das werden wir wahrscheinlich auch am 23. September erfahren. Aber heute ist für ihn hier Endstation.